Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tavern Master. So, wir haben leider noch immer nicht die neue Ebene freigeschaltet, aber wir können die Wikinger-Themenparty machen und uns angucken, denn wir haben gerade das Gericht freigeschaltet. Moment, falsch. Da. Den Dienstbruch. Dienstbruch? Steht das hier auch in Deutsch? Moment. Walnusskuchen. Damit kann ich was anfangen. Walnusskuchen sagt mir was. So. Haben wir freigeschaltet? Gucken wir uns jetzt an. Die Wikinger Themenparty. Zwei Diebe. Kein Problem. Das müssen wir uns gleich aber nochmal in der Ego-Perspektive angucken, würde ich sagen. Da sieht man es besser. Noch immer nicht verkauft, noch immer nicht verkauft. Da sind sie noch unterwegs mit Käse, Walnüssen. Kokosnüsse. Ich weiß gar nicht, wofür man Kokosnüsse braucht. Geht das auch unter 30? Nein, schade. Es gibt nämlich einen Erfolg, den man freischalten kann. Damit muss man ein Abenteuer erfolgreich abschließen mit einer weniger als 30%igen Wahrscheinlichkeit. Also ne, weniger als 30% Erfolgswahrscheinlichkeit und trotzdem erfolgreich sein. Wollte ich eigentlich gerne machen, geht aber mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr in diesem Spielstand. So, das gucken wir uns natürlich auch nochmal von da an. Ich finde es faszinierend, wenn das nur eine Themenparty ist, dass sie sich alle haben Bart wachsen lassen. Ich glaube nicht, dass sie alle angeklebt sind, die Bärte. In der Themenparty. Der hat sogar einen gehörten Helm auf. Und ein Horn, so wie es sich gehört. Da gehört Met rein, das weißt du schon, ne? Nur stecken lassen bringt nichts. Sogar zwei Gehörnte dabei. Die Frauen sehen gar nicht so viel anders aus, ne? Die haben nur ein Schwert und ein bisschen Schulterpolster dran. Upp, lass mich mal hier durch. Achso, das ist das gleiche wie der da hinten, nur dass der einen Helm auf hat. Ich glaube, jetzt haben wir schon alle Texturen gesehen, oder? So ziemlich. Oh, die hat eine Axt am Gürtel. Ihr müsst auch aufs Klo. Guten Tag. Setz dich wenigstens hin. Ich warte gerade darauf, dass eine Frau aufs Klo geht. Ich will gucken, ob Frauen auch stehen. Du bist auch ein Mann. Da kommt eine Frau. Und warten. Tüdelü, ich wollte nur mal gucken. Nein, Frauen stehen auch. Lieber rausgehen, nicht, dass sie sich gestört fühlt. Vielleicht setzt sie sich nicht hin, weil ich durchgeguckt habe. Das kann natürlich sein. Gut, ich glaube, jetzt haben wir, wie gesagt, alle Wikinger-Arten gesehen, die es so gibt. Das heißt, wir gehen mal wieder. Schade, dass die Band bei der Themenparty nicht mitmacht. Die hätten sich jetzt doch auch als Wikinger verkleiden können und andere Musikinstrumente spielen können. Wobei Trommel passt, ja. Flöte weiß ich gar nicht. Hatten die Wikinger schon Flöten? Keine Ahnung. Aber Trommel passt auf jeden Fall. Die Klamotten nicht ganz, aber egal. So, dann lass uns mal wieder... Ach so, Escape ruhig. So. Dann lasst uns mal den Tag erfolgreich beenden, hoffe ich. Ah, hier haben wir einen Levelaufstieg. Den Walnusskuchen. Haben wir hier. Das haben wir freischaltet. Oh, Forschung beendet. Sehr schön, genau. Ich habe nämlich hier auf neue Etage gemacht. So, da haben wir das nämlich auch beendet. Und dann machen wir noch unbegrenzte Bars. Und dafür können wir eigentlich zur Not das Henkerstreffen einmal machen. Und wenn das freigeschaltet ist, dann können wir die neue Ebene bauen. Dritte welche? Treppe haben wir gesetzt in der letzten Folge, ne? Lupp. Ja, da ist die Treppe. Sehr schön. Und dann machen wir mal nächsten Tag.
einen ganzen Tag lang nur Suppen. Das ist ja kein Problem, wenn wir die die Zenkers treffen hier ab. Da werden nämlich nur Pilzsuppen serviert. Rohstoffe. Wir müssen uns um Rohstoffe kümmern. Davon haben wir genug. Erdbeeren haben wir jetzt auch genug. Käse haben wir noch nicht genug. Fleisch haben wir genug. Walnüsse haben wir eingesammelt. Und das geht noch nicht. Erdbeeren haben wir genug. Käse. 81 ist der kleinste. Nee. 73 ist der kleinste. So. Erdbeeren haben wir. Pilze können wir einsammeln. 74. 74 reicht auch. Sehr schön. Davon haben wir genug. Walnüsse können wir nicht mehr einsammeln, weil Liste ist voll. Ärgerlich. Aber wird ja nach und nach immer weniger. Was wir haben auf Lager. So, das können wir einsammeln. Und dann wäre es doch schon wieder gewesen, ne? Das wäre aber eine etwas sehr kurze Folge. Oh, ein Merlin. Stand der auch? Das sieht man so schlecht, wie es verpixelt ist. Aber die stehen alle so, wie es aussieht. Bei Merlin hätte ich erwartet, der schwebt. Der steht nicht, der schwebt. Merlin schwebt auf dem Pott. Wo ist denn der hingelatscht? Der muss doch eigentlich wiederzufinden sein. Der hat doch hier so ein tolles Symbol über dem Kopf. Ist bestimmt wieder auffindbar, wenn man nicht so blind ist wie ich. Wahrscheinlich ist er direkt vor meiner Nase und deswegen sehe ich nichts. Ich finde ihn nicht wieder. Nö, Merlin ist futsch. Der hat sich weggezaubert. Bei der Reihe. Wahrscheinlich ohne zu bezahlen. Weißt du, gesoffen aufs Klo gegangen, aufs Klo geschwebt. Und dann Will die Wutsch und dann war er weg. Will die Wutsch? Komm ich denn da drauf? Will die Wutsch? Gott, oh Gott. So. Oh, das waren 200. Wir haben jetzt schon mit einem normalen Tag einiges weggeschafft. Gut, Forschungspunkte brauchen wir auch noch ein bisschen. Aber gar nicht mal so viel. Gut, 1000 normale Gäste wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Oh, unbegrenzte Küchen brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir erstmal Feuerlöscher 2. Ui, das habe ich ja ganz vergessen. Das hat er ganz vergessen. Aber gut, wir machen unbegrenzte Bars, da Feuerlöscher 2, dann unbegrenzte Küchen. Dann können wir auch mehr Gäste gehen. Dann noch eine zusätzliche Etage, damit wir die Polstermöbel kriegen. Dann können wir Küchenutensilien aufwerten und dann kommt schon Spiele und dann ist schon Ende. So, 13.000 plus. So, dann müsste eigentlich jetzt die Veranstaltung stattfinden, oder? Noch nicht? Erst morgen. Ah, Mist. Das Henkerstreffen hätte ich jetzt gern noch gehabt. Fleisch ging auch nicht, ne? Aber Kokosnüsse geht. Fisch. Fisch können wir auch noch einsammeln. Oh. Erbsen ging auch nicht, ne? Nee. Leider nein. Wobei, mit den höheren Küchenutensilien können wir, glaube ich, auch diese die größeren Kisten kaufen, ne? Truthahn haben wir noch gar nicht. Das brauchen wir aber erst für Königstreffen, ne? Seebarsch haben wir leider auch nicht so viel. Walnüsse könnten wir auffüllen. Oh, Käse ist auch noch ein bisschen Platz. Aber Käse haben wir losgeschickt, ne? Nee, Käse haben wir doch hier. Ein Tag noch. Lass uns mal gerade gucken. Truthahn. Regentenfest mal. Dafür brauchen wir Truthahn. Das wären 240 goldene Gäste. Und zwei königliche. Prinzenbesuch wäre nur ein königlicher und 150 goldene. Und Merlin Zauberer wäre auch nur ein königlicher und 90 seltene. Okay. Gibt's hier nicht mittlerweile, das hätte ich jetzt erwartet, dass sie irgendwie was reingepatcht hätten, dass es so ein
so eine Veranstaltung gibt, wo nur Königliche kommen, was weiß ich, 100 Stück oder so. Versammlung der Länder, Vereinigung von Mittelerde oder sowas. Naja, gut. Ist halt nicht. So. Wie lange braucht ihr denn alle noch? Oh, wir haben hier. Was haben wir denn hier? Sup. Kriegt Trinkgeld für Essen und Getränke. Ja, dann machst du natürlich hier Essen auch noch. Jo. Ich glaube, wo ist okay. Ich habe hier überall ein bisschen umgestellt, dass die Leute, die eigentlich nur Reinigung machen, haben wir hier gerade eine als Beispiel, ich hätte eine Reinigung auf Maximum hier, dass die auch ein bisschen und Essen und To-Go machen, weil uns sind die meisten Leute tatsächlich abgehauen, weil die zu lange gewartet haben auf Essen, also Essensbestellung, leider. So, wir knallen jetzt gleich den nächsten Tag hinterher, jetzt müsste aber das Henkerstreffen sein, genau, und damit sollte die Forschung dann auch abgeschlossen sein. Und, ach Mist, da müssen wir noch Feuerlöscher und unbegrenzte Küchen erforschen. So, wir brauchen Walnüsse, habe ich gerade gesehen. Walnüsse. Oh, 1100 kostet das. So, war teuer. So, mit Walnüssen können wir dann nämlich die Wikinger-Themenparty nochmal machen. Das wären 225 Gäste, die wir gar nicht unterkriegen. So viele Sitzplätze haben wir doch gar nicht. Wir können eigentlich nur die Schlachtsiegfeier machen, oder? 120. 180 wäre auch schon zu viel. Warum ist denn das jetzt so viel mehr? War es nicht eben noch weniger? Wir haben nämlich auch gerade das Problem, 195 brauchen wir, 166 haben wir nur. Das war doch eben noch weniger, oder? Kommen jetzt noch welche nach, dass es ein bisschen mehr werden? Nee, ne? Warum ist hier ein Platz frei? Da ist auch ein Platz frei. Jetzt würden also mindestens zwei Leute noch reinpassen. Anzeigefehler. Oder sitzt irgendwo doppelt übereinander? Nee, sieht nicht so aus. Diese Menge an Bier, die hier steht und die nicht abgeholt wird, ne? Unglaubbar. Bewegt euch, Kellnerin. Hier steht auch alles voll. Küche? So, Küche hat nicht so viel zu tun, aber ist ja auch nur ein Gericht, was hier serviert wird. Nee, 166 ist Max. Ah, guck mal, jetzt sind die Plätze auch wieder belegt. Ah, wahrscheinlich waren die gerade auf dem Pott, ne? Jo. Wenn ein Henker auf dem Klo war, riecht das dann auch dementsprechend, als wäre man in der Folterkammer? Blöde Frage, ne? gut. Das heißt, unbegrenzte Bar, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt erforscht kriegen, ob das gereicht hat. 8 Getränke gleichzeitig. Dann müssen wir hier nochmal ausrollen, dass ich hier auch das Maximum haben kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. So. Du machst aber kein Essen und kein To-Go, ne? Genau. So, was haben wir hier? Schildsuppe-Level-Aufstieg. Wir haben schon alle Gerichte auf 5, ne? Tatsächlich. Sind nur noch diese Spezialgerichte, die fehlen. Hier Erdbeerkuchen, Walnusskuchen und sowas. Ich glaube, ich sollte mehr Veranstaltungen machen. Vielleicht auch die schlechten, die uns nicht so viel bringen. 150 Golden, ne? Das sollte kein Problem sein. Über 80% zufrieden, das Personal. Sollte es ja eigentlich sein, ne? Gucken wir einmal durch. Die lachen alle. Ups, der lacht nicht. So, jetzt lacht er auch wieder. Oh, die ist traurig. Jetzt lacht sie wieder. Rob ist traurig. Die Forscher wollen immer ganz schön viel Geld haben. Das
ist ein bisschen ärgerlich. So. Und so. So. Jetzt sind sie alle über 80%, meine ich. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Tag beginnen, sollte das eigentlich greifen, ne? Machen wir mal. Quatsch. Hier müssen wir hin. 80% zufrieden, jawohl, hat gegriffen, sehr schön. Wann können wir hier weitermachen? Neues Rezept. Was denn? Brauchen wir das? Ach, hier fürs eine Kokosnuss. Ein Kokosnusspudding. Ich wollte gerade sagen, Suppe, aber nee, ist ein Pudding. Also wir könnten das hier auch schon machen, wenn wir genug Fische haben. Und Walnüsse? Ach nee, Walnüsse. Walnüsse brauchen wir nicht, weil das sind zu viele. Auch nur die Erbsen für Schlachtsiegfeier, ne? Aber. Ja, hier brauchen wir noch ein paar Punkte. Und dann können wir hier Feuerlöscher machen und dann können wir Küchen machen. Bei der Küche können wir wieder eine Veranstaltung machen. Aber alles nicht mehr in dieser Folge. Denn diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.